Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier einen Mercedes Tankanhänger hier vorstellen. Der kostet hier 16.000 Euro und hat ein Ladevolumen von 3.000 Liter. Wie wir sehen, können wir hier mehrere Sachen beladen und entladen. Also Milch, Wasser, Kraftstoff, Biodiesel, Flüssigdünger, Pflanzenschutz, Gärreste und Gülle. Ja, und Leasing kostet uns der hier 816 Euro und wir können hier auch die Hauptfarbe ändern, je nachdem wie wir möchten. So, da haben wir jetzt hier das gute Stück. Mal habe ich auch mich schon mal ein bisschen versucht schlau zu machen. Also hinten, wenn der Hänger beladen ist, also geht es jetzt erstmal nicht, dass ich ihn, also, soll ich das sagen, was anhängen kann. Da kommt das, also wenn ich einen zweiten anhängen möchte. Aber wir können jetzt da gleich noch hergehen und natürlich in den Shop uns einen anderen Hänger noch besorgen. Dann nehmen wir doch am besten mal hier den da. Also ich versuche den anderen anzuhängen. Und wenn wir jetzt auch gleich noch machen, kommt bei mir immer das I wegen den Überladen. Die Pflanzenschutzspritze, da konnte ich das jetzt nicht, aber wir werden jetzt dann erstmal jetzt den Trautmann versuchen mal anzuhängen, falls ich es schaffe, dahin zu kommen. Schalten wir das mal aus, das nervt ein bisschen. So. Na, zu früh, zu früh. Jawohl, man kämpft da ein bisschen. Aber gehört dazu. Irgendwie man sieht, kann ich jetzt. Geht das jetzt, geht das nicht? Ach, da kommt schon wieder das mit dem Überladen, das nervt. Ja, dann tun wir einfach jetzt mal überladen, dann wird es wohl klappen. Hat jetzt sehr schnell geklappt, das Ganze. Aber wie man sieht, ich bin jetzt ganz nah dran, da kommt kein Coup, dass der Attacher hier hinten funktionieren sollte. Ja, wir ziehen nochmal so ein bisschen zur Retour. Dann sehen wir jetzt, hier kommt nichts. Wie man ja sieht, ist wahrscheinlich nur Deko. So, schauen wir mal mit die Reifen. Das sieht ganz nett und schön aus. Die Felgen auch jedenfalls mit dem Mercedes-Logo. Ja. Schauen wir mal, seitlich haben wir auch die Reflektoren. Bremslicht, Rückfahrlicht haben wir. Schauen wir gleich mal in die Lok mal rein. Dann sehen wir hier, also ist fehlerfrei, wie wir sehen. So, dann machen wir uns gleich wieder unser Licht fest. So, schalten wir nur mal so mal Licht ein. Jetzt haben wir hier das Ganze, also sieht echt schick auch aus. Ja, das war es eigentlich soweit. Wenn dir das Video natürlich gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn du reinschaust. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.